Ja, fühlt sich ja genauso an wie meiner, ne? Aber das habe ich schon deaktiviert. Den Gurtwarner. Gott, ist das hell draußen, wenn man ganz... Krass, ne? So, ich würde sagen, Halle hier bleiben wir mal so stehen, ne? So. Ja. Ja, wo sitzen wir gerade drin? Ja, in einem Bronto. In einem Lada Bronto. Oder... Ja, eigentlich sind ja alles 4x4. Aber der Bronto, der ist nochmal so eine ganz spezielle Variante. Und ich dachte mir, darüber erzähle ich heute mal so ein bisschen, zeige ich so ein bisschen, weil ich Anfragen gekriegt habe. Ich bin euer lieber Keinert. Herzlich willkommen halt zu einer neuen Folge Lada Niva, Lada 4x4. Und in dem Fall Bronto. Und ja, ich dachte, ich zeige euch heute mal hier so ein bisschen was. Und ja, der liebe Kai ist auch am Start. Der macht aber heute den Kameramann. Hallo! Und ja, wir sind hier bei Niva Power und so wie der hier jetzt, sag ich mal, steht, gibt es den hier bei Niva Power für knappe 15.000 Euro. Und ja, was hat so ein Bronto? Ich meine, fangen wir mal vom Innen an. Das ist auch schon, hier gibt es auch schon einiges, was anders ist im Gegensatz zu meinem, der wirklich Grundausstattung ist und gar nichts hat. Was auf jeden Fall schon mal ziemlich krass ist, einfach der hat Klimaanlage, ne? Die haben die alle serienmäßig, die Brontos. Die lässt sich dann hier rüber einstellen über so ein Poti. Und hat man auch alles ziemlich gut verbaut. Ja, halt hier ganz klassisch. Ich meine, ihr kennt es ja von mir auch hier, die Lüftung und alles. Ja, Popo-Heizung hat der, ne? Beifahrer und Fahrer halt natürlich, hinten halt nicht. Da ist halt diese ganz einfache Sitzbank drin, Rückbank drin. Ne? Ich meine, ich bin mal so dreist und klau die Kamera. Ne? So wie man es halt auch bei meinem Niva halt auch kennt. Die man quasi mit einmal umklappen oder mit zwei Schrauben komplett rausbauen kann. Ja, der hat auf jeden Fall auch andere Sitze drin. Aber was er hat, ist auf jeden Fall ja, das Lenkrad vom Urban. Ist ein bisschen griffiger. Hat hier schon, ich glaube, das ist so eine Airbag-Vorbereitung, soll das hier, glaube ich, sein. Ob da aber jemals ein Airbag drin sein wird. Es gibt Varianten, die haben ein Airbag drin. Ich glaube, die Jubiläums-Edition vom Niva, die hat tatsächlich ein Fahrer-Airbag. Ja, aber sonst haben die alle kein Airbag, genauso wie er hier. Ja. Ich sag mal, hier schönes glitzerndes Emblem. Hupe hast du hier nicht mehr so, sondern Knöpfe. Ziemlich ja, schrill. Meine ist ja wie bei so einem LKW, sag ich mal, so ein Wip. Ja, und wie ich gerade auch sehe, andere Wischerblätter hat der größere. Ja, halt die neue Mittelkonsole mit den Cupholder, so wie die ja mittlerweile überall serienmäßig ist. Auch mit den elektrisch verstellbaren Fensterhebern. Elektrisch verstellbar, so die elektrischen Fensterheber, aber elektrisch verstellbare Spiegel sind hier und die müssten meines Wissens auch beheizbar sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber es gibt auch beheizte Spiegel. Ich wüsste jetzt aber gerade hier nicht, wo das jetzt hier ist. Könnte das hier sein? Da müsste ich aber immer den Heinrich nochmal nachfragen. Aber ansonsten sieht ja eigentlich alles genauso aus, so wie bei mir. Lichtschalter. Ja, hier halt nur ein paar Knöpfe mehr, bei mir sind ja hier mehr Blenden drin. Die Lüftung geht jetzt nicht im Stand. Wenn ich jetzt die Zündung anmache, hört sich auch ein bisschen anders an. Aber die hört sich anders an als bei mir. Also ich meine, bei mir hört die sich, die ist immer noch laut. Aber das sind die neuen, der hat hier schon die neuen Lüftermotoren drin. Also es gibt mittlerweile neue Lüftermotoren. Ihr wisst ja, bei mir hört sich halt eher an wie so ein Föhn oder wie so ein Staubsauger. Da ist er wirklich aus, laut und ganz laut. Aber hier, wie gesagt, ist vielleicht minimal lauter als bei anderen Autos. Oder eigentlich genauso laut. Wenn ich jetzt die höchste Stufe reinmache, dann pustet er ja auch schon ordentlich gut vorne an der Scheibe weg. Ja, du armer Kerl, du guckst hier schon um, hast im Moment gar keine Funktion. Ich habe dir einfach die Kamera aus der Hand genommen. Ja, wir sind jetzt heute hier zusammen bei Niva Power. Ich meine, ihr wartet ja auch immer noch auf ein Video ja noch von uns beiden, ne? Mit deinem Projekt. Aber genau. Da kommen wir mal ein andermal zu. Ich gehe mal dann draußen. Oh, so, da. Oh, man merkt auf jeden Fall beim Aussteigen und beim Einsteigen die Höherlegung. 5 cm höher ist der Bronto als der Serien-Niva. Es gibt auch welche wohl mit 8 cm, aber da rate ich ganz stark von ab bei der Höherlegung, weil das ist nicht gut für die Manschetten. Und die reißen dann irgendwann ein und dann habt ihr dann nur Ärger mit. Hier jetzt richtig schön, ne, in der Tarnbemalung, Schneetarnbemalung. Da gibt es so viele Variationen. Da gibt es noch den, weiß ich, Präsident nennt er sich. Dann hat er so Grün-Rottöne und all solche Sachen. Jetzt hier halt Schneetarn. Da gibt es so viele Wald.
wird nicht offiziell in Deutschland angeboten, nicht offiziell von Lada Deutschland, sondern jetzt hier zum Beispiel der Heinrich von Niva Power, der importiert die dann direkt aus Russland. Die kommen dann direkt aus Russland mit dem LKW dann hier hin. Und normalerweise sagt man ja bei Grauimporten, hat man keine Garantie und dies und das, aber der Heinrich, der gibt euch ein Jahr Garantie, zwei Jahre Gewährleistung und die gibt es beinahe und bei einer Einmalzahlung könnt ihr die Garantie auch verlängern. Bis 10 Jahre und 200.000 Kilometer geht das. Ja. Und das ist, finde ich, schon ein mega Angebot. Davon hat er jetzt nur noch den hier, kommen jetzt aber bald neue. Und ich sehe jetzt auch gerade, mit dem neuen Kühlergrill hier ist sogar noch so ein Gitter drin, so ein Schutzgitter. Das haben die anderen nicht, wüsste ich nicht. Brontos haben alle serienmäßig eine Dachreling. So eine und natürlich eine Kotflügelverbreiterung und natürlich diese fetten Reifen hier drauf, ne, mit dem entsprechenden Felgen. Von wem waren die? Ich glaube, die waren von F-Design, die Felgen. Rockslider. Das Schöne ist ja das hier. Boah, diese Zwiebacksäge, ne? Jetzt hier voll der Rollertreff. Rockslider, das Schöne an denen, das sind nicht einfach nur so Deko-Rockslider, sondern die sind wirklich richtig massiv fest hier drin. Und wie ich das sehe, die sind halt hier wirklich fest verbaut. Und ihr habt dann noch zusätzlich halt diese Wagenheberaufnahme. Weil sonst ist das ja wirklich so, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch diese Trittbretter habt für den Niva, die werden einfach nur in diese Wagenaufnehmer-Vorrichtung halt reingeschoben und dann verschlüftet. Bringt im Gelände natürlich gar nichts. Bis auf, dass ihr euch die Wagenheberaufnahme kaputt macht, wenn ihr da mal aufsetzen solltet mit den Brettern. Ja, und hier in dem Fall haben wir richtig massive Rockslider. Also das ist schon ziemlich ordentlich. Also ich zum Beispiel habe unterm Schweller eine Beule, weil ich auf einem Baumstamm aufgesetzt wäre. Wäre damit jetzt nicht passiert, ne? Ja, hier wird sonst noch was. Ja, hier ist das halt so ein bisschen ausgeschnitten, wegen der größeren Reifen. Sonst würde das ja hier schleifen beim Lenken. Also der Bronto ist schon ausgelegt, den mit großen Reifen zu fahren. Schön matt und All-Terrain-Reifen. Und wenn ihr jetzt die normalen Niva-Reifen drauf macht mit der Radverbreiterung, mit der Radkastenverbreiterung, das sieht dann schon ziemlich dämlich aus. Ich habe das schon mal gesehen, da haben sich dann welche Winter, mussten sich dann Winterreifen holen dann für ihren Bronto. Und das sah dann schon ziemlich lustig aus. Das sieht echt kacke aus. Ne? Also ne, in dem Fall holt ich da lieber immer dann vernünftige Reifen für. Ja, hier schön das Bronto-Emblem. Ja, und ich weiß gar nicht, gibt es so eine Handvoll Händler, die den importieren, unter anderem halt wie gesagt Niva Power. Ne? Da sind dann noch ein paar andere, Made in Russia und halt der Slava von Lada Ems. Ne? Auch schon mal schöne Grüße in diese Richtung. 4x4 Bronto. Anhängerkupplung hat der jetzt hier auch. Wie gesagt, so wie der jetzt hier steht, kostet der, ich glaube, 14.990 Euro. Ist günstig. Die meisten Brontos fangen in der Regel an, also ich sag mal so die normalen schwarzen und Nessie-grünen, die fangen dann so bei 16.000 Euro an und gehen, ich glaube, bis 18.000 Euro teilweise. Und da könnt ihr auch, fragt einfach beim Heinrich, was der gerade auf Lager habt, wenn ihr euch für so einen interessiert. Dann gehe ich nochmal in den Innenraum. Hier hat er jetzt noch schön getönte Scheiben. Ich weiß allerdings nicht, ob die das alle haben. Ja, der Schlüssel. Beim Bronto ist auch ein bisschen anders hier, weil dadurch, dass er direkt aus Russland kommt, hat er keine Wegfahrsperre. Diese nervige Wegfahrsperre, ne? Dieser kleine Transponder, piep, piep, und dann kannst du erst den Wagen starten. Hat der hier halt nicht, weil in Russland brauchen die keine Wegfahrsperre, ist dort nicht vorgeschrieben und dementsprechend gibt es die dann hier auch nicht. Der hat jetzt hier aber eine nette Fernbedienung noch, weil der Wagen hat auch eine Fernbedienung für elektrische, also hier für Zentralverriegelung, so jetzt habe ich es endlich. Aber ich soll jetzt hier keine Knöpfe drücken, weil dann geht hier nämlich die Alarmanlage los. Weil ja, der Bronto hat eine Alarmanlage, der hat keine elektrische Wegfahrsperre, aber er hat eine Alarmanlage. Und da musst du dann so irgendwie bestimmte Tastenkombinationen drücken und dann, das gibt einen ganz fiesen Ton von sich. Da
da weckt ihr direkt alle Nachbarn mit und das will ich jetzt hier nicht riskieren. Ja, ansonsten, was gibt es eigentlich sonst noch zu erzählen? Ja, man sieht ja hier schön die elektrisch verstellbaren Spiegel hier. Ich habe ja hier noch so ein Pinöppel, womit ich die manuell verstellen kann. In dem Fall geht das dann aber, wie gesagt, dann hier drüber. Ich weiß gar nicht, dafür muss ich erst die Zündung drücken. Beziehungsweise die Zündung starten. Ja, und wenn ihr jetzt hier so schaltet ihr um. Jetzt steht hier, blinkt er natürlich. Ja, und dann. Könnt ihr den Spiegel verstellen. Absolute große Klasse. Was er hier natürlich auch hat. Ja klar, halt, ne? Elektrische Fensterheber. Finde ich wirklich praktisch, weil die halt in der Mitte sehr, weil die halt in der Mittelkonsole sind. Ich weiß noch, bei meinem Ab früher waren die hier auf der Türe. Ey, das hätten die sich auch echt sparen können. Die konnte ich, also ich hatte jeweils nur für eine Tür halt direkt den Knopf. Und das hätten die sich echt sparen können. Genau, was der nämlich auch noch hat, was der Bronto auch ausmacht, ist die automatische Sperre. Die automatische Diff-Sperre. Kann ich jetzt hier natürlich nicht demonstrieren. Und aber frag mich jetzt nicht, wie die funktioniert. Da gibt es dann auch Änderungen an der Achse und alles. Also der Bronto ist halt wirklich auch schon ein Auto, was jetzt für härteren Geländeeinsatz jetzt so gedacht ist. Ne? Hier hat er jetzt sogar noch, ich sehe hier, Freisprechanlage reingebaut. Wird ja auch irgendwie mit dem Radio hier zusammenhängen. Legt man einfach das Kabel hier hinter durch. Müsste ich eigentlich auch noch machen. Ich habe auch noch irgendwo mein Kabel. Dann kannst du dann Handy mit dem Radio damit über Bluetooth verbinden. Wenn du dann halt angerufen wirst, dann drückst du dann die Taste und dann sprichst du dann halt Freisprechanlage halt. Ne? Und wie ich sehe, ist das hier Scheibenantenne oder was ist das? Das wird die Scheibenantenne sein für Radio. Frage mich jetzt aber nicht. Boah, diese Sonne. Was das jetzt hier ist. Das hier ist eine Eintagsfliege. Mitten im Februar. War nicht schlecht. Aber die lebt ja sogar noch. Die hat sich nur bewegt. Was hat er denn hier? Lautsprecher werden das sein. Lautsprecher. Oh, schön auch da unten. Schöne große. Cool, cool. Den als nächsten Niva bei mir. Oder lieber der Fünftürer. Welchen würdet ihr lieber nehmen? Bronto oder Fünftürer? Oder ich meine, wenn ihr jetzt die Wahl hättet. Ich meine, für mich jetzt mit Familie, zwei Kindern, Frau, Kinderwagen, ist schon sinnvoller dann natürlich den Fünftürer, ne? Aber den hier richtig schön als Spaßmobil ab durch den Fürstenforest oder durch den Mammutpark. Naja, auf jeden Fall hat er auch vom Urban die Sitze drin. Die sind ein bisschen bequemer. Auch allgemein finde ich die Sitze vom Niva bequem. Es gibt auch Leute, die finden die unbequem. Ist ja bei jedem anders. Und was ich auch gerade sehe, der hat ja hinten auch zum Festhalten. Ich meine, das habe ich noch. Doch, das habe ich wohl. Das habe ich auch. Ne? Aber schöne neue Texturen auf den Sitzen. Mittlerweile hat sich bei Lara ja auch ein bisschen die Lackqualität hier auch verbessert. So, jetzt. Weil jetzt auch die Nissan-Gruppe mit drin hängt und da hat sich schon qualitativ schon gut was getan. Ne? Also was du jetzt hier natürlich trotzdem noch hast, sind natürlich die groben Schweißnähte. Ich meine, hier sieht man das jetzt noch schön. Ja. Aber in seiner Seele ist es immer noch trotzdem dasselbe Auto geblieben und ich meine, es wird noch von richtigen Menschen zusammengebaut. Oh, was ich jetzt hier auch gerade sehe, auch schön. Man hat hier vorne Licht. Ja? Also das habe ich jetzt bei meinem auch nicht. Kann man natürlich auch alles nachrüsten, aber der hat es hier schon, also ich meine, das wäre auch hier serienmäßig fest drin. Ja, habe ich jetzt hier noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, hier sieht er noch schön. Gebrauchtwagen, genau, okay, das ist jetzt hier natürlich jetzt ein Gebrauchtwagen. Hier liest er dann Abgasnorm. Ne? Hier stehen alle Details. Kilometerstand 3200. Ist ja nichts im Grunde. Ne? Er hat die erste Inspektion dann hinter sich. Die habt ihr euch dann auch schon mal gespart. Ja, TÜV, Umweltplakette grün. Und so wie er jetzt hier ist, 14.990. So, ich würde sagen, das war es jetzt auch über den Bronto soweit. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Das war eigentlich schon soweit alles. Ich hoffe, euch hat der Einblick mal gefallen. Wenn ihr vielleicht euch mal schon überlegt habt, euch so einen Bronto zu holen. Definitiv kein schlechtes Auto, kostet natürlich mehr wie der normale Serien-Niva.
Man hat hier natürlich auch ein paar Extras mehr. Wie gesagt, Klimaanlage, man hat automatische Sperren, elektrisch verstellbare Spiegel, beheizbare Sitzheizung, Höherlegung von 5 cm mit fetten Reifen und einer Kotflügelverbreiterung. Alles serienmäßig, Dachreling und halt, ne? Lichterzauber ist zwar eigentlich Standard in Autos, aber beim Niva eigentlich nicht selbstverständlich. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn euch das Video gefallen oder ihr mehr sehen wollt, lasst mir ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich packe euch einfach mal in die Infobox unten den Link zur Niva Power. Und wenn euch halt für Sachen interessiert, Anbauteile, Zubehör oder vielleicht sogar einen neuen Niva, wenn ihr Fragen habt, wie wisst, ne, ich bin für alles offen. Wer für alles offen ist, der kann halt nicht ganz dicht sein. Dicht bin ich auch nicht ganz. Ja, Kai hat sich jetzt gerade irgendwie verdünnisiert. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade hin ist. Deswegen, ich verabschiede mich jetzt alleine. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ja, haut rein. Tschüss. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Yeah, your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body, so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind, cause your frame. Hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion. I'm honest and broken. I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me. I'm broken. My heart that you've stolen. Hey, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave. Chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me. And I really don't want you to touch me. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb.